Hallo zusammen. Ein kleiner Livestream so nebenbei, just for fun. Nee, viele Leute lesen nicht, was im Chat steht oder so. Das ist irgendwie eine pure Ignoranz der Leute. So, ich hole mir noch kurz was zu trinken und dann geht's los. Mal ganz kurz, ne, ich muss noch ganz kurz hier in die Spieleinstellungen reinschauen, da ich noch nicht die Steuerung eingestellt habe, aber ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Automatische Kupplung, lasse ich die an und fahre mit automatisch im Betrieb. Ich hasse Todzonen irgendwo. Obwohl, die Bremse kann eine Todzone ruhig haben. Das ist alles okay. Lasst mich kurz nachschauen. Super zum Mittagessen. Ja, stimmt eigentlich. Hallo Patrick im Übrigen. Ich sehe schon, du hast direkt losgelegt. Das passt. 4,5. Ich kann aber auch die Pedals benutzen. Das ist nämlich das Wichtige, was ich vorhabe. Von daher gehe ich erstmal auf automatische Kupplung, benutze die Pedals, um mich ein bisschen zu dran gewöhnen. Das halte jetzt das Rad entweder auf 90 Grad. Ach so, wir müssen hier nullen und auf 90 Grad gehen. Sehr gut. So, das passt. Ich guck gerade noch mal, Moment. Ich denke mal, das dürfte jetzt passen, ne? Er nimmt dann automatisch einen Lenkeinschlag von 896 an. Das ist natürlich richtig geil. Freistunde. Oh lol. Leinwand auf der Spur. Das ist cool. Schick mal ein Foto, Mann. Ich denke mal, das dürfte so passen. Ich probiere es gerade mal im freien Training einfach so just for fun aus. Das nehme ich just for fun, wenn wir mal. Nehmen wir ihn hier in Nürburgring Sprint. Ich habe noch Ferien, cool.
Ferien, das waren Zeiten. Wie gesagt, ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen aus, ob alles richtig eingestellt ist. Das sieht gut aus, ja. Das scheint richtig eingestellt zu sein alles. Sehr schön. Alle Hilfen sind im Übrigen aus. Nur, dass ihr alle Bescheid wisst, wie wir hier fahren. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen probieren, ob die Einstellungen so okay sind oder ob ich die mal ein bisschen einstellen muss. Das Force-Feedback passt überhaupt nicht. Sound ein bisschen leiser, okay. Sound ein bisschen leiser, kriege ich hin. Kein Problem. Ich hoffe, dass das so okay ist. Ich muss noch ganz kurz das Force-Feedback runterstellen. 100% ist so, als ob ich irgendwie ein Backsteinlenkrad in der Hand hätte. Das ist dann zu krass. UPM-Ganganzeige ist geil, das ist sehr gut. So. Nochmal ins Freitraining rein. Nürburgring Sprint. Starten. Jetzt geht's schon etwas flüssiger von der Hand. Er driftet schön. Das ist ein cooles Auto, gefällt mir. Alle Achtung. Jetzt passt das Sound. Ja, das freut mich. Ich bin total außer der Übung, ey. Das ist, dabei bin ich irgendwie noch ewig krank. Ich dachte mir, komm, ich spiele eh, von daher kann ich es auch streamen. Ich hätte vielleicht zum Üben mal ein anderes Auto nehmen müssen und nicht direkt hier dieses Biest. Einen anderen Wagen. Ich sage ja, das ist jetzt reine Übung für mich. Bei mir leckt der Stream ganz leicht. Das kann von der Übertragung her sein. Leider. Was nehmen wir denn mal? Ach, cool. Gibt schon geile Autos, Leute. Ein SLS AMG. Cool. Gar nicht. Ich habe schon, wie gesagt, so lange kein ein Ford Escort. Nein, wie geil. Oh, cool. Ford Focus RS. Den wollte ich immer Probe fahren. Dann fahren wir den jetzt Probe auf. Was nehmen wir denn? Hockenheim. Der GP. Oder nehmen wir. Hockenheim Ring kurz. Yes, das passt. Zwei Runden. Sieht gut aus. Machen wir das mal.
Wie schlecht du fährst. Ja, danke, weiß ich. Steht aber auch unten. Musst du mir nicht sagen. Ich weiß das. Aber danke. Ich frage mich ja immer, wie detailgenau die Fahrzeuge dargestellt sind. Falsche Richtung geschaltet. So ein Kack. Und ich muss sagen, der hier ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Du fährst ganz okay, ja, ich. Leute, wie gesagt, ich bin total außer Übung. Ich bin Ewigkeiten kein Autorennen mehr gefahren. Von daher bin ich jetzt der Gemütliche erstmal. So ein, zwei Rundchen, sag ich ja. Ich fahre jetzt erstmal gemütlich. Um mich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Ford ist scheiße. Ford Mustang auch, ich glaube nicht. Mann. Hallo an alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben oder erst dazugekommen sind oder Backsteinkuchen, keine Ahnung. Herzlich willkommen hier bei einem kleinen, aber feinen, chaotischen Stream. Der mir immer wieder beweist, ich sollte das Lenkrad vom. Ich sollte die Hände vom Steuern weglassen. Aber es macht immer noch sehr viel Spaß, das Game. Ich find's cool. Und ich übe jetzt ein paar Runden erstmal. Ja, hier. Nein, auf jeden Fall haben wir jetzt letztens ja festgestellt, dass unser Lenkrad langsam kaputt geht. Das heißt, die Motoren rechts sind leider defekt und vibrieren auch nicht mehr so cool wie vorher. Aber naja.
Ups, das war verschaltet. Nicht so gut. So, wir gehen mal raus. Ja, ja, Fortschritt. Jetzt schon Fortschritt, hä? Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, okay. Cool, Chico. Und der Sinn deiner Kommentare ist welcher? Ich sehe niemanden. Also, ich sehe keinen Sinn dahinter. Hinter deinen Kommentaren, zumindest nicht. Die Musik machen wir mal leiser. Die braucht keiner. So, Nightbot ist auch am Start, das ist schön. Wir fahren mal online, würde ich sagen. Hundewurst. Okay. Ach cool. Ein Formula-Auto, ja, das wird doch lustig. Hocken wir im Ring. Das ist richtig so, das Timeout von Nightbot. Schönes freies Training hier. Die sagten die Strecke ja mal gar nichts, Leute. Ich hab das schon immer gesagt, ne? Das ist so für mich so extrem schwer. Habe ich mich erschrocken. Ey. Vielen Dank für die Spende, von wem auch immer. Ich kann es leider nicht nachschauen.
Und direkt wieder da. So, Patrick, du nennst 10 Euro. Willst du für mich arbeiten gehen in 10 Minuten? Patrick, nein, will ich nicht. Danke trotzdem. Aber was? Nochmal 10 Euro? Vielen herzlichen Dank, Patrick. Achso, ohne Nachricht. Ja, gut. Ich muss mal ganz kurz meine Lenkrad-Einstellungen anpassen. Vielleicht ist es jetzt was, ich weiß nicht. Ach ja, so. Ihr könnt mich wieder hören, ne? Bin ich wieder da? Ja, ne? Ihr dürftet wieder da sein. Hintergrund hört sich immer noch nicht so ganz zu 100%. Diese Dreckskurve, jedes Mal.
Jo, mach's gut. So, das Qualifying fahre ich nur mit und danach höre ich auf. Nur so als reine Informationsquelle für alle, die sich jetzt hier im Rennen erwarten. Da muss ich noch ein bisschen für üben. Ich wollte eigentlich schon mal ein bisschen mitfahren jetzt hier. Ein bisschen warm fahren. Einfach mal so, um zu gucken, wie das nochmal geht. So geht's auf jeden Fall nicht. Hoppla. Achso, jetzt ist das aus. Jo, Patrick, mach's gut. Tschüss, viel Spaß auf der Arbeit.
Mann, 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 hallo. Herzlich willkommen hier beim Nichtskönner. Trotz des Ausflugs habe ich tatsächlich eine neue Bestzeit für den Sektor 1 erreicht. Okay, wie auch immer. Wann kommt mein Summercar? Das weiß ich noch nicht. Heute nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber warum fliege ich denn jedes Mal hier raus? Gibt's ja ja nicht. Unfassbar, das erste Mal sind wir hier auch rausgefallen. Ach, mein Liebling kann auch zu Wallisch halten. Hallo! Ich weiß nicht, was sie schreiben, so schnell kann ich nicht lesen. Es würde laggen. Okay, also Leute, ihr habt es gehört, es laggt ein bisschen. Mini hat es, glaube ich, auch reingeschrieben. Für so einen Stream mit so einer Bildgeschwindigkeit muss man tatsächlich relativ gute Internet haben. Ja, wir werden schneller, es geht so langsam. Unfassbar. Schön, wieder eine persönliche Bestzeit für den Sektor 1.
Rhythmus dann beim ersten ETS 1 oder ETS 2. ETS 2 wieder. Dann dabei. Nein, 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 nicht abfliegen. Warum? Ah, Mist. Oh, wir haben ein bisschen Stau verursacht, sehe ich gerade. Die schnellsten sind wir nicht. Dadurch bekommen wir natürlich keine Top-Zeit oder so. Bisschen langsamer, aber wir werden schneller, das ist gut. Grüße. Hier waren dann wir 246 Millisekunden schneller. Jetzt leckt es tatsächlich ein bisschen bei mir selber. Also nicht der Stream, sondern das Spiel leckt gerade ein Stück. Die Rundenzeit versuche ich jetzt noch einmal zu toppen. Wenn das nicht klappt, ist das das Ende des Streams heute. Mist manchmal auch. Ah, Mist. Na komm. Die Zeit schaffe ich einfach nicht mehr. Von daher war das heute mal für mich mit Project Cars. Ich finde es übrigens cool, dass trotzdem ein paar Leute da gewesen sind und zugeguckt haben. Ich dachte, wenn ich eh fahre, kann ich es ja eh streamen. Das ist ja dann dasselbe Prinzip. So gesehen. Und von daher. Ja, also Längen habe ich jetzt auch nicht wirklich gesehen. Ich meine, ich kann es mir gleich mal gerne angucken, aber ich glaube nicht, dass es laggt. Das würde mich zumindest wundern, wenn es das tun würde. Aber ist ja nicht schlimm. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Mittag. Den verbringe ich jetzt auch bei meiner Frau. Und wir sehen uns dann spätestens morgen Abend bei Ninis Livestream, wieder bei dem 4-Stunden-Livestream. Und ja, bis dahin und bleibt, wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut!